Mr. Mike. Jo, hier ist Mr. Mike. Heute mal mit der kleinen Combo. Ich bin gerade mittendrin, die so ein bisschen zu verfeinern. Und genau das ist es, wie ich schon immer meine Skills trainiert habe. Ne? Du machst einen Move, ne? Den machst du so lange, bis du ihn wirklich perfekt kannst. Dann machst du noch einen Move, ne? Bis du den auch perfekt kannst. Und dann kombinierst du. Und schon kannst du diese Moves kombinieren. Wie zum Beispiel den hier, ne? Den. Dann gehst du auf die linke Seite, ziehst ihn so rüber, ziehst ihn so lang. Dann machst du so und dann hier. Dann machst du noch den Crazy Legs und alles Mögliche. Und jetzt gerade habe ich eine Combo. Mal schauen, ob es jetzt gleich im Anhieb funktioniert. Ich ziehe ihn einmal hier rüber, drehe ihn hier rüber. Auf den Boden, mit dem Fuß nach oben und dann war schon wieder zu. War aber nicht schlecht bis dahin. Und dann wollte ich eigentlich noch den hier. Ne, das ist so, hey, ich liebe es. Ich liebe es, sowas zu trainieren. Das ist für mich so der innere Ehrgeiz auch, wo ich mir denke, ey, das ist jetzt nicht dein Ernst. Ne? Es ist dann das Schwierige, wenn du einen Move perfekt kannst, den Übergang zu finden auf den nächsten Move. Und das ist halt das Geile, wenn du es wirklich perfekt schaffst in einen richtig schönen Flow, dann sieht das einfach geschmeidig aus. Weißt du, was ich meine? Da siehst du dieser Schnalzer nach oben mit dem Fuß. Ich kriege den zum Beispiel nicht immer schön gerade nach oben. Ja, der ist schon schöner. Und dann könnte ich den zum Beispiel mit dem hier nochmal, das wäre jetzt zum Beispiel gleich mein Gedanke, so wenn ich trainiere, verstehst du, den so hochschnalzen, dann landet er hier, dann gibst du ihm hier den Bounce nochmal und dann nochmal hoch und weißt du, und das ist für mich persönlich so eine kreative Art, da kann ich mich frei austoben. Das ist so meine Definition von Streetball, für mich alleine halt, alleine Streetball spielen, wenn ich an Moves arbeite. Mega nice. Aber das ist jetzt ein bisschen gerade, siehst du, aber war nicht sauber. Hey, schwierig, Alter. Aber die Kombo wäre schon nice, oder? Hey, krasser Scheiß, Mann. Krasser Scheiß. Den hier runter, hoch. Oh, gib's dir, Alter. Gib's dir und dann halt noch den. Bam. Ah, schade, Mann. Das ist der Shit. Den hier rüber, runter, hoch. Ja, ab und zu schnallst du mir einfach. Nicht schön, gerade. Hey, ich liebe das. Vor allem, das geht auch nicht immer, ich habe das nicht jeden Tag. Das muss mich wirklich packen, dass ich mir denke, na, jetzt, heute, Mann, heute. Du hast schon einen guten Flow. Oh, ist das echt? Ist das nicht so leicht? Den Move mit dem Fuß, wen es interessiert, ich glaube, ich habe ein Tutorial dazu gemacht. Hier irgendwo verlinkt. Die Pumpe geht schon. Nice, also das ist einfach für mein Handle. Was ist denn hier los mit dem Move, Mann? Hier, den habe ich gemeint. Und dann noch. Ja, Mann, dann noch rein. Das ist. So. Genau so, ja. Jetzt habe ich das Ende von der Combo, aber ich habe es halt noch nicht wirklich perfektioniert. Das jetzt in einem zu schaffen, das wäre natürlich. So, da hüpft er mir raus. Nerv mich jetzt nicht, Mann. Nerv mich jetzt nicht. Okay. Ah, du Arsch. Ah. Er war auch nicht 100% sauber, aber ey. Hätte schon gezählt. Okay, nochmal. Okay. Jetzt aber. Hier. Das gibt's ja nicht. Es gibt's nicht. Was ist, Mann? Was ist? Hey. Nice. Und so, Mann, machst du neue Kombos mit einfachen Moves eigentlich, weil manche Moves sind so billig und einfach, aber wenn du sie erst kombinierst, wie der hier zum Beispiel, ich muss ja ein bisschen vom Thema ablenken. Ne? Ah, siehst du? Es ist, jetzt hat er mich. Jetzt hat er mich. Gott, fuck,
Zum Beispiel, was ich heute echt lange geübt habe, ist nur das. Über die Schulter, den rüber. Über die Schulter, den rüber. Verstehst du? Über die Schulter, den rüber. Über die Schulter, den rüber. Und dann habe ich mir gedacht, den hier, das ist ja nicht dein Ernst. Siehst du, das ist... Und solche Moves bringst du in einem Game zum Beispiel, nicht im regulären, sondern im Showgame einfach, bringst du ja erst, wenn du von dir selbst überzeugt bist, hey, ja, Mann, kann ich, mache ich im Schlaf mit verbundenen Augen. Dann machst du das erst. Geh rüber, runter, hoch. Nicht sauber, aber es geht auf der Wurf nicht lang. Gell? War auch nicht sauber. Ne? Dieser Bounce hier. Du kriegst diesen Bounce hier auch nur sauber, wenn er auch schön hier rauskommt. Der ist verdammt schwierig, Mann. Das ist echt verdammt schwierig. Schau, kannst du auch so machen, so. Auch nicht sauber, aber es will nicht. Will nicht. Will nicht rein. Ich werde doch jetzt hier einmal die schöne Kombo schaffen. Warte mal, jetzt habe ich mich total verdammt. Nee, war schon richtig. Ey, komm, Alter. Und dann, ja. Wenn du ab und zu die Moves nicht schaffst, Frust. Und dann kommt auch der Ehrgeiz raus, wo du denkst, hey, na Mann, so schwer ist das nicht. Weißt du, so schwer ist das jetzt echt nicht. Es ist unsauber. Es ist unsauber. Kann ich hier mal bitte eine schöne... Schau, was ist denn jetzt, Mann? Ey, ey, ey. Wahnsinn. Ja, Mann, aber das ist genau der Weg, der dich ans Ziel bringt. Und allein dieser Weg jetzt hier, ne, dieses Üben, macht mir halt persönlich Spaß. Deshalb kann ich auch einige Kombos sehr sicher, aber das ist echt eine sauschwierige Kombo. Wer die schafft, Alter, wer die Kombo schafft, hat es halt einmal geschafft. Ja. Es ist hier auch nicht... Mach den hier nicht schön. Schau das an, das ist doch nicht sauber. Wahnsinn. Das ist nicht sauber. Das regt mich auf. Oh Gott, wie sauber war das. Und rechts weg. Ey. Hey. Oh Gott, Alter. Oh Gott, Alter. Ey, oh, ich kann auch nicht mehr aufhören. Wahnsinn. Boah, Pumpe geht. Innerer Frust ein bisschen. Aber auch der Antrieb, Motivation. Aber es ist geil, Alter. Es ist geil. Wenn du das schaffen willst. Ey, die war so sauber, die Kombo. Und dann macht er so eine Scheiße. So, pass auf jetzt. Ein bisschen Konzentration. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Ja, aber... Ihr seht, ich blende es hier nochmal ein mit der Insta360 gefilmt. Ich habe es ja schon geschafft. Daher easy. Aber genau das ist es, was ich meine. Übung. 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 Das könnt ihr jetzt eine halbe Stunde machen, eine Stunde machen. Und irgendwann wirst du auch das, wird sogar ich den sauber können. Dieser Bounce am Schluss, das ist einfach dieser Scheiß, Mann. Heftiger Move, Mann. Heftiger Move. Ich finde ihn geil. Also, wie gesagt, das ist aber auch das Ding dann, was wirklich auch jemanden unterscheidet. Hartnäckig sein, ne? Hartnäckig sein. Immer wieder probieren. Ich habe auch Moves gemacht, die ich jetzt wirklich perfekt kann. Ey, wochenlang, monatelang habe ich die probiert. Ein Crazy Legs zum Beispiel. Ich habe aufgegeben an einem Tag, zwei Tage nichts gemacht. Am zweiten Tag auf einmal in den Geist, in den Kopf übergegangen. Und genau das war auch das Ding, was ich gebraucht habe. Wirklich
2 Tage Pause, um ein bisschen drüber nachzudenken. Das sind ein paar Millimeter an Bewegungen, Feintuning, wo du ein bisschen was anderes gemacht hast, auf einmal funktionierst. Das ist auch so ein Ding. Aber da ist einfach nicht locker lassen, nicht aufgeben, Mann. Genau das ist es, nicht aufgeben. Deshalb auch jetzt hier wichtig, dass ihr seht, wie oft ich verkacke bei einem Move. Das gehört dazu, das ist wichtig. Verkacken gehört dazu, sonst wirst du es nicht. Das ist wichtig, ne? Dieses ein bisschen in dich, dieses Verkackte in dich aufnehmen. So, umwandeln in was Positives. Und eines Tages, Mann, funktioniert es. Genau das ist der entscheidende Punkt, Mann. Nicht aufgeben, Mann. Nicht aufgeben, auch wenn du wochenlang, monatelang verkackst. Eines Tages ist es soweit mit dem... Ja, Mann. Feedback geben, eure Meinung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Mr. Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Mr. 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 Mike, Mike.